Hallo und herzlich willkommen zum Klassiker de Almería. Heute geht es von Almería nach Roquetas de Mar. 184 Kilometer warten auf die Fahrer. Und es ist Haritz Orbe aus unserem Team, der gleich mal die erste Attacke des Tages initiiert. Hinterher geht sofort Markel Irizar, heißt er, nicht Mikel. Und versucht hier diese Attacke gleich zu neutralisieren. Der gute Zeitfahrer aus der Trek-Mannschaft und Francisco Ventoso von BMC versucht gleich mal hinterher zu fahren. Unsere Mannschaft besteht beim heutigen spanischen Halbklassiker, kann man so sagen, aus folgenden Fahrern. Neben Haritz Orbe stehen Lukas Spengler, Guillaume Bovin, Yannick Meyer, Till Schuster, Giuliano Cambarei und auch Andreas Stauf auf der Starterliste, was unser Team angeht. Ja, und wir machen auch gleich die nächste Attacke. Denn warum nicht? Ne, aber das Feld hat hier irgendwie gar keinen Bock, uns wegkommen zu lassen. Was ich gerade nicht sehr schön finde. Hier gibt es, glaube ich, neue Attacken. Ist das Oscar Sevilla? Nee, leider nicht. Vom Trikot her hätte es gepasst, aber er ist es leider nicht. Gibt nächste Attacken mehr wie Kudos. Probiert es jetzt. Alter Bekannter. Jetzt Diego Rubio mit der Attacke. Mauro Finetto hat es wohl auch probiert, aber hier ist momentan schlicht und ergreifend kein Vorankommen. Und da sie Orbe ja nicht weglassen, wie es aussieht, versuchen wir es jetzt mit jemand anderem. Nämlich mit Lukas Spengler in seinem Saisondebüt, das ja heute ist. Versucht das mit der Attacke und da ist das Feld schon deutlich kulanter. Irisa und Livins folgen ihm. Also der Schweizer hier mit der ersten Attacke, die fruchtet. Und damit haben wir eine kleine Ausreißergruppe und können jetzt mal beobachten, ob die auch wegkommt. 1 Minute 14 haben wir aktuell Vorsprung und da kommen die nächsten Attacken. González, Bravo und López Cossar, also die Spanier vor allen Dingen, sind natürlich bei ihrem Heimrennen top motiviert und wollen hier was zeigen. Markel Irizar zeigt an, ey Leute, lasst uns zusammenfahren. Dann haben wir eine bessere Chance hier. Da ist die Dreiergruppe durchaus weit weg und wir können ein bisschen vom Tempo gehen, denn die anderen tun das auch. Und damit sollte es gleich eine 6er Ausreißergruppe sein, die hier um das Rennen kämpft, um den Grand Prix de Almería. So schaut's aus. González, Bravo, guter Bergfahrer. Und López Cossar sind mit dran. Wie sieht's denn sprinttechnisch aus? Oh, da wäre Lukas Spengler einer der Besten hier in der Gruppe. Zusammen mit González wahrscheinlich, weil der eine echt gute Beschleunigung hat. Ja, und damit sind wir also an der Spitze des Rennens. Und wir können ja mal gucken, wer hier sonst noch mit dabei ist. Also, wir haben Lotto Sudal mit De Buschere. Bohani führt die Mannschaft Cofidis an. Pascal Ackermann führt Bora an. Auch Rafael Maika gehört zum Kader. Bernhard Eisel ist der nominelle Kapitän von Dimension Data. Aber auch Marc Renshaw und Janse van Rensburg sind dabei. Jetzt ist natürlich hier die Frage, welcher Janse van Rensburg ist. Ist tatsächlich Reinhard, also der durchaus bessere. Trek ist mit Feline am Start. Dann Lotto Jumbo mit Wagner und Jansen. Auch George Bennett gehört dazu. Die anderen Mannschaften kann man ja gerade mal so überfliegen. Ja. Daher passt das. Auch Kaya Rural ist dabei mit Nick Schulz. Aranburu, Ferrari, Irizarry, Masponet, Silva und Sabala. Schau ich gerade mal, Ferrari, der war doch uruguayischer Meister, oder? Tatsächlich. Da sehen wir sein Trikot. Ja. Ey! Warum bin ich jetzt bei Aramburu? Den wollte ich doch gar nicht. Schauen wir uns mal sein Trikot so ein bisschen an. Ja, sieht ganz nice aus eigentlich. Ich meine, ist jetzt nicht großartig besonders. Es ist halt einfach ein Kajal-Trikot in Weiß. Mit dieser Flagge halt drauf. Aber hey, immerhin, ja. Immerhin, er hat sich durchgesetzt gegen seinen Teamkollegen.
Von daher war ein relativ geschenkter Sieg, kann man schon so sehen. Aber ey, auch den musst du halt erst holen. So, Yannick Meyer holt mal die Flaschen für unser Team. Apropos holen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit der Flucht und mit dem Rennen im Allgemeinen. Minuten beträgt der Vorsprung der Ausreißergruppe. Das Feld scheint also das Tempo etwas zu erhöhen. 120 Kilometer noch bis zum Ziel. Das hier ist das Profil, das wir noch überstehen müssen. Hier einmal so ein kleiner Hügelkamm mit einigen Steigungen und dann noch mal etwas schwierigere Wellen. Und wenn man das geschafft hat, geht's bergab und von da aus nur noch flach bis ins Ziel. Aber diese Hügel sind durchaus interessant, denn da kann sich einer, der stark ist an Anstiegen, schon mal vom Feld absetzen, würde ich sagen. Von daher nicht zu unterschätzen, diese Anstiege. Jetzt sind wir drin im ersten Abschnitt, in diesem ersten Kamm. Der wird jetzt also befahren. Spengler kann sich gerade mal Getränke holen. So, noch hat hier keiner Probleme. Und Yannick Meyer holt noch mal Getränke. Ja, ich weiß nicht, wer im Zielsprint der Kapitän sein wird. Matti Breschel fällt zurück, hatte wohl scheinbar einen Defekt. Ich weiß nicht, wer im Zielsprint, sollte es einen geben, der Kapitän sein wird. Wir haben ja mit Stauf, wir haben mit Stauf und mit Orbe und auch mit Bovin und auch mit Schuster vor allen Dingen durchaus gute Leute dabei, die da schon mithalten können. Ist halt immer die Frage, wie das alles so klappt. Wer von ihnen natürlich auch in Richtung Ziel noch am stärksten ist, wer noch Kräfte hat. Bovin schätzt sich da eigentlich ganz stark ein, muss ich sagen. Und hier gab es schon die erste kleine Lücke. Ich weiß nicht woher, warum. Aber sie war da und unsere Mannschaft war davon nicht beeinträchtigt. Sondern unsere Jungs, die fuhren ganz, ganz vorne. Und das ist auch wichtig. Zicken sie natürlich wieder rum, weil ich hier keine angemessene Tempoarbeit mache. Aber warum soll ich auch eine 70er Tempoarbeit hier machen? Das ist doch viel zu viel. So, jetzt hat sich Spengler hier wieder eingeordnet. Fährt das ganze Mal Tempo mit. Die ersten Hügel sind auch schon überstanden. Da sind wir alle drüber gerollt, auch im Feld. Gab es da jetzt nichts Großartiges. Und jetzt geht's zum zweiten Hügelkamm. Und da sind wir auch schon drin. In dieser zweiten Anstiegsserie sozusagen. Jetzt müssen wir gucken, dass hier unsere Gruppe, unsere Jungs, nicht zurückfallen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. 9 bis 11? Bist du besoffen? Darauf müssen wir auf jeden Fall achten. Stauf zum Beispiel, der ist mir schon ein bisschen zu weit hinten. Muss man einfach so sagen. Ich hoffe, dass Bovin und Schuster noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, bevor es weitere Anstiege gibt. Ja, das ist zu weit hinten eigentlich. Stauf ist auch noch relativ weit vorne mit dabei. Hat sich wieder nach vorne gekämpft. Aber Cambarei, ja, der scheint jetzt hier nicht mehr so geil drauf zu sein. Schwieriges Rennen, auf jeden Fall. Giuliano Cambarei konnte sich nochmal zusammenraufen.
Drei Hügel gibt es noch, blöd gesagt. Und dann ist jeder Anstieg, den es heute gibt, auch schon passiert. Also allzu viel ist das gar nicht. Man merkt Bravo, dass er der beste Bergfahrer ist und auch Hügelfahrer in dieser Gruppe. Das merkt man deutlich, denn der lässt es hier richtig krachen und Giuliano Camberei, der kann jetzt nicht mehr folgen, fällt zurück. So wie einige andere auch. Schade, der Beschützer von Andreas Stauf muss abreißen lassen. Jetzt gibt es noch zwei Hügel, auch Yannick Meyer hat seine beste Zeit schon hinter sich. Und Stauf und Schuster sind die nächsten, die hier so ein bisschen schwächeln. So sieht es zumindest aus. 1,5 Minuten Vorsprung noch für die Ausreißer mit Lukas Spengler. Orbe und Bovin, das sind tatsächlich die einzigen, die noch so halbwegs brauchbar ausschauen. Der Rest. Meier zurückgefallen, Stauf und Schuster, naja. Die haben wir schon stärker gesehen. Jetzt kommt der letzte Anstieg. Letzter Anstieg für Stauf und Schuster. Jetzt müssen sie hier einfach irgendwie mit rüberkommen. Egal wie. Schwierig ist es, da haben wir gar keine Zweifel dran. Und Lukas Spengler, der ist jetzt aus irgendwelchen Gründen hier alleiniger Führender, ja, weil ich mich hier an diese dumme Tempoarbeitsgeschichte halte und die sich sonst keiner in der Gruppe hält. Ach, das ist so nervig einfach. Und jetzt ist er alleiniger Führender hier. Naja, kann sich auch nichts von kaufen, ne? Bravo und Lee Vins sind noch mit dabei. Bovin fährt noch ganz gut mit. Schuster hart am Kämpfen, genauso wie Andreas Stauf. Yannick Meyer in einer abgehängten Gruppe. Und Camberet, denke ich mal, da kann man sich sicher sein, der ist jetzt schon aus dem Rennen. Stauf, der fährt hier noch gut mit. Wer kann das schaffen, drin zu bleiben, eventuell? Und auch Schuster. Schuster hat es geschafft. Schuster hat es geschafft. Ist hier noch in der Gruppe. Auch Andreas Stauf ist mit dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt Yannick Meyer nochmal ran mit dieser Gruppe hier? Ich vermute es mal nicht, ehrlich gesagt. So, drei Fahrer haben wir jetzt noch an der Spitze. Livins, Bravo und Spengler. Dahinter Irizar und Gonzales und dann der Rest des Feldes. Also Spengler hat es auch irgendwie überlebt. Diese Anstiege. Nein, jetzt muss Andreas Stauf halt mal Getränke holen, auch wenn es hart ist. Hilft ja alles nichts. Wir brauchen ja hier was zu trinken für unsere Jungs. So, die Gruppe ist jetzt wohl gleich eingeholt. Spengler versucht nochmal eine Attacke, aber die lassen ihn nicht weg. Ja, und damit war es das wohl mit dem Ausreißversuch. Schade eigentlich, aber mein Gott, so ist es halt. So, Stauf bringt die Flasche nach vorne. Meier in der Gruppe dahinter. Mit Breschel, mit Herklotz, mit Van Leerberge. Dann kommt noch eine Gruppe, noch eine kleinere, noch eine kleinere, noch eine kleinere. Und dann kommt Camberet, der jetzt ein Einzelkämpfer ist hier. Ganz hinten Azcarate aus der Euskadi-Mannschaft. So, Spengler ist drin. Hätte eigentlich auch eher hier die Getränke holen können, aber egal. Und wir haben jetzt aktuell keine Ausreißer mehr vorne. Nur noch das Feld. Ist jetzt also hier am Start. Geht's hier nochmal bergauf? Tatsächlich. Hier geht's nochmal leicht bergauf. Ich hoffe, das schaffen jetzt alle. Ah ja, da ist nochmal so eine ganz kleine Bodenwelle. Bovin sieht sehr gut aus. Das muss man einfach so sagen. Bovin sieht verdammt gut aus.
und könnte hier eine ganz, ganz große Nummer werden in diesem Rennen. Das muss man so sagen. So, Spengler führt den Sprintzug mal an. Weil mit Stauff, ganz ehrlich, rechne ich jetzt mal nicht mehr. Der hat sich genug verausgabt hier. Und Spengler ist halt jetzt auch alles andere als das Gelbe vom Ei. Aber das muss man halt mal so sagen. Denn der sieht schon ziemlich platt aus. Aber er kann sich ja jetzt noch mal ein bisschen erholen. Muss er jetzt hier nicht Vollgas geben. Unser Schweizer. Zumindest noch nicht. 15 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Lukas Spengler, erster Mann im Sprintzug, der ansonsten nur aus drei Leuten besteht. Und davon ist Till Schuster halt auch schon sehr, sehr angefressen. Unwahrscheinlich, dass das hier alles so klappt. Also wenn wir jetzt hier schon im Wind gehen würden, wie wir es ja normalerweise ganz gerne machen, wäre das wohl nicht die beste Taktik. Komm, Spengler, lass gut sein. Der scheint hier schon wirklich sehr am Arsch zu sein. Können uns einfach mal hier an Oma Freile dranhängen. Oh, diese Ruckler. So. Jetzt haben wir hier einen Freile dranhängen. Die starten jetzt auch schon den Sprint ganz prompt. So, machen das jetzt mal so. Dann kann sich Orbe hier schön geschmeidig dranhängen. Und dann müssen wir gucken, was abgeht. 7 Kilometer noch. Wir haben nur zwei Fahrer in unserem Sprintzug. Orbe und Bonvin. Beide sind schon ganz gute Fahrer, schon ganz starke Fahrer auch. Auf jeden Fall. Noch 5 Kilometer. 5 Kilometer Marke ist erreicht. Wir dürfen jetzt halt nicht den Fehler machen, uns völlig hier zu verausgaben. Warum kann ich niemandem folgen? Es ist so nervig. Aber wir sind gerade eh im Windschatten. Das ist das Gute. Noch 3 Kilometer. Noch 3 Kilometer. Orbe lanciert den Sprint schon mal. Was mache ich jetzt? Oh nein, der P-Bug oder was? Ja, super. So, Bover nimmt kurz raus. Lässt damit Orbe hier so ein bisschen Spielraum. Letzter Kilometer ist erreicht. Komm. Oder? Oder noch nicht? Das hat tatsächlich geklappt, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt, ah, oh, nicht ruckeln, Alter. Jetzt kommt der Sprint. Los mit diesem Kackspiel. Ich kann es leider auch nicht pausieren. Ah, die Taktik ging überhaupt nicht auf. Taktik ging auf jeden Fall überhaupt nicht auf. Jasper de Buist gewinnt das Rennen von Nathan Haas und Nasser Bouhanni. Schade. Da haben wir zu sehr gezockt. Bouvin wird 15. hier. Und Orbe landet irgendwo weiter hinten. Schade auf jeden Fall. Ja, die Verbindung wurde getrennt. Ihr wisst es ja. Und hier sehen wir nochmal den Sprint. Ich weiß nicht. Warum ruckelt das denn? So, wir schauen uns den Sprint nochmal an. Vielleicht ja jetzt mal ruckelfrei. Das wäre wunderbar. Ja, leider verzockt. Schlicht und ergreifend verzockt in diesem Rennen. Schade. Jasper de Buist gewinnt den Klassiker der Almería von Nathan Haas und Nasser Bouhanni.
Simone Consonni wird Vierter, dann Sean Deby, Fabio Fedine, Marcel Sieberg, Bernhard Eisel, Zico Vejens und Luis Leon Sanchez. Das sind die Top 10 des heutigen Rennens. In der Teamwertung, die interessiert ja kein bei Eintagesrennen. Ne? Sind wir mal ehrlich, juckt nicht. Ja, Platz 15 durch Guillaume Bovin. Platz 35 durch Haritz Orbe. Ah, schade. War mehr drin. Als nächstes kommt dann die Trofeo Liguellia. Sehr, sehr anspruchsvolles Rennen. Gucken wir mal, wie wir hier mitnehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier beim Pro Cycling Manager. Ciao.